MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV. Weiter geht es hier im ETS 2. Die Ampel ist gerade grün geworden. Gestern haben wir hier genau aufgehört. Es geht nach Reims, glaube ich, war es. Ne? Genau, nach Reims mit einem Vorratstank. Und mit diesem alten Renault. So, dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen weiteren Bogen nehmen. Achso, war eh richtig. Gut. Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht, aber rechts ist der Standstreifen, von daher passt das so. Paris ist vor allen Dingen sehr schön geworden, dadurch, dass das hier so ein bisschen ja, schick gemacht wurde. So. Dank der intelligenten Automatik beschleunigt er auch gut. Hätten wir die nicht an, denke ich mal, kämen wir etwas schlechter vorwärts. Also sind wir erstmal auf der A1 unterwegs hier in Paris, beziehungsweise von Paris weg nach Reims. Ist schön die Strecke. Sind wir schon mal auf das gefahren damals? Wir haben auch etwas gegen Abend. Ich mache schon mal das Lämpchen an, nicht dass es Stress gibt. Ja, ich bin mal gespannt. In Deutschland sind sie ja immer noch am Plan, dass endlich Maut kommt. Ich weiß nicht, ich bin persönlich jetzt überhaupt gar kein Maut-Fan, außer die Maut wird wirklich dafür genutzt, dass die Autobahnstraßen intakt gehalten werden. Dann finde ich das gar nicht so schlecht, weil manche Streckenabschnitte dann doch sehr demoliert sind. Aber sonst würde ich da drin wirklich keinen Sinn drin sehen, jetzt unbedingt Automaut zu machen. Das macht in Deutschland viele Geschäfte kaputt, die grenznah sind. Die Leute freuen sich, dass sie keine Maut zahlen müssen, müssen dann plötzlich Maut zahlen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie positiv auf die Wirtschaft ausläuft, aber ich glaube eher negativ. Aber ihr könnt mal reinschreiben, was ihr davon haltet, ob ihr in eine Maut in Deutschland gut finden würdet oder eher negativ. Ich persönlich bin kein Befürworter, außer es wird wirklich die Einnahmen rein für die Autobahn genutzt. Dann sollte aber auch natürlich darauf geachtet werden, dass sie weiterhin offen bleibt an manchen Stellen. Da wo es geht halt. Da wo es natürlich nicht geht, dass die Autobahn nicht offen ist, da bitte natürlich nicht einfach aufmachen und gib ihm freilassen. Das soll natürlich auch nicht passieren. So, wir verlassen hier die Straße. Und, hallo, ich habe rechtzeitig geblinkt. Hallo? Du Otto, echt? Fahr doch. Unfassbar. War ja fast wie letztens nach Garbsen, ne? Die Tour hier. Die habe ich übrigens live hochgeladen. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf meinem Channel gehen. Dort das Video nach Gabs noch sehen. Das habe ich hochgeladen und freigegeben natürlich. Falls es noch jemand schauen möchte. Ja, voll durchbeschleunigen. Den Schwung mit rausnehmen, dass wir unten schön wieder locker flockig auf die 90 km/h kommen. Das sind ja nur 132 Kilometer. Da sind wir nämlich schon da. Viel ist das nicht. So, was verbraucht ihr denn so an Sprit aktuell? Was haben wir denn da? Das sieht man so schlecht. Ja, gute 50 Liter verbrauchen wir schon mit dem. Das ist nicht wenig. Haben wir bessere gefahren. Aber es sind auch 11 Tonnen Last, die hinten dranhängen. Und von daher denke ich mal, das 50 Liter ist noch angenehm. Sehr schön. Hat gut funktioniert. Ich wusste nicht, ob das in Paris auch schon so ist. Aber tatsächlich ist das dieses Mautsystem, was hier auch funktioniert. Das ist sehr cool. Ich finde das ja schon in oben Norwegen, Skandinavien so geil. Dass man einfach durchdüsen kann. Hier ist das System auch geil. Halt nur mit Schranke.
Ist auch nicht so tragisch, kommt man drüber hinweg. Ich bin schon gespannt auf eure Antworten auf das Video von gestern, wie ihr da geantwortet habt. Ich bin mal gespannt. Ich habe den ganzen Satz nochmal wiederholt, nur andersrum. Ach Herbert, was machst du denn? Lass das. Ja, viele wünschen sich Hans-Peter zurück und ich schaue mal, ob ich den Mod vielleicht noch finde. Wäre ja auch lustig, wenn man mit Hans-Peter ein bisschen unterwegs sein. Na, Jung. Früher war alles besser. Wir können ja Hans-Peter mal anrufen. Vielleicht geht er demnächst mal dran. Hallo? Ja, bitte. Ich bin's, der Hans-Peter. Hallo, Hans. Alles fit bei dir? Jojo, dat. Alles ist gut. Ich hab meine Schrotflinte im Übrigen im LKW vergessen. Das ist aber nicht gut, ne? Nee. Was meinst du? Ist die da noch drin? Ja, Hans-Peter. Ich weiß nicht mehr, welchen LKW das war. Ich suche es aber und dann sage ich es dir Bescheid. Dankeschön. Machet gut. Jo, machet gut, Jo. Da habt ihr es gehört. Also wir werden alles in die Wege leiten, dass Hans-Peter natürlich wieder auf diesen Channel zurückkommt. Ist ja eine beliebte Figur. So. Da haben wir nochmal Glück gehabt, dass wir gerade so rechtzeitig da durchgepasst sind. Durchgeschlüpft, wollte ich sagen. Wir sind durchgepasst, ja. Der kommt wieder nicht aus den Füßen. Das ist der Hammer, Leute. Warum kriege ich immer die kackalten Dinger hier? Weil ich sie mir ausgesucht habe, ich weiß. So, weiter geht's nach Reims. Sehr schön. So weit ist es ja nicht mehr. Und der Vorteil ist tatsächlich, wenn wir die Fahrten machen, haben wir viel weniger Geldprobleme und können schneller Geld sammeln als mit einem eigenen LKW, den wir reparieren müssen, Instandsetzungskosten so gesehen, Unterhaltskosten haben wie Sprit und natürlich auch das Problem, dass wir ja für alles selber aufkommen müssen. Benzin und so weiter. Das ist dann immer so eine Panikreaktion. Finde ich persönlich. Na, hier ist schon Reims. Achso, aber wir müssen nicht hier ins Reims. Kurz abbremsen. Meistens sind hier irgendwo Blitzer. Na, hier wären sie nämlich auch gewesen, nämlich genau hinter uns. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Blitzen also von hinten hier in Reims. Okay, wir liefern anscheinend irgendwo anders hin. Nicht direkt nach Reims, sondern an einen Außenort oder so. Gespannt. Hier geht's nach Metz-Liger. Ja, da müssen wir auch lang. Okay. Okay. Ja, gut. Ach, das ist dann einfach so ein Außenlager, so gesehen. Ja, ist ja erstmal egal. Aber der ist echt gemütlich hier. Man kann es drin aushalten. Auch längere Zeit, glaube ich. Ist ganz bequem. So, Landstraße sind hier 80 erlaubt. Ist auch schön. Also die Bremsen vom Renault sind jetzt nicht so gut, finde ich persönlich. Könnten besser sein. So, hier wird vorgegeben, wo wir parken sollen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt werden wir einmal hier eine Drehung machen. So. Und einfach das kurze Stück hier geradeaus fahren.
bis der Trailer gerade steht, rückwärts gucken und dann rein in die Gruppe. Das war jetzt auch nicht so schwer, von daher. Mal noch ein Stück. So, sehr schön. Handbremse rein. So, perfekt. So muss das laufen. Und schaffst fast wieder Level 3. Also es geht relativ schnell eigentlich voran. So, Auftragsangebot. Schnelle Aufträge. Gucken wir mal von Reims nach Paris zurück. Gibt es nicht so Reims? Just for fun? Ne? Nach Luxemburg rüber. Ich wollte eigentlich Frankreich tatsächlich erkunden. Eigentlich ist das immer nicht schlecht, aber wenn nichts vorhanden ist, dann bringt es das auch nicht wirklich. Also wir können uns mal informieren. Moment. Was der kleinste Volvo kostet. Besuchen wir mal ganz kurz den Händler. Und dann gucken wir mal ganz kurz nach. Das ist, glaube ich, der etwas neuere, wenn ich mich nicht irre. Es gibt so viele verschiedene mittlerweile. Welcher ist das, der, den wir jetzt eben gefahren sind? Das ist doch nicht der, oder? 540 PS hat er. Ich guck gerade mal, was das so kostet, wenn wir den jetzt nehmen würden, so gesehen. Mit einer schicken Lackierung. Die sind nämlich nicht günstig, ne? Und wir möchten ja schon direkt schon eine schöne Lackierung drauf haben. Wobei alle Lackierungen geil aussehen. Das ist ja wirklich immer wieder der Fakt. Alle Lackierungen sehen nicht schlecht aus. Samurai Spirit zum Beispiel sieht nicht schlecht aus. Das Michelin-Package hat was. Sieht auch cool aus. Dann nehmen wir einfach mal das. Dann würde ich sagen, nehmen wir natürlich Michelin-Reifen. Definitiv. BB gibt es hier. AB gibt es sogar. Ist natürlich top. Besser kann man es eigentlich nicht haben. Und dann nehmen wir das Gelb hier. Von Michelin natürlich mit. Und hier nehmen wir gerade gucken. Schwarz, genau, das passt. Das passt auch. So, ich weiß gar nicht, was das Waven ist. Ist das ein DLC? Habe ich das irgendwann erworben aus Versehen? Hier ist auch AB. Natürlich auch wieder das Gelb. Übernehmen von Michelin. So. So. Und hier auch Waven. Sehr schön. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus bis jetzt. Gehen wir oben mal drauf. So. Natürlich Mark 1 Lampen. Ich bin gespannt, was es kostet. Vielleicht lohnt es sich und wir bauen uns ihn einfach. Ah, da hinten sieht man es. Das sieht natürlich geil aus, das Emblem. Das ist richtig cool. Achso, Flaggen. Brauchen wir Flaggen? Vielleicht gibt es auch die Waven-Flaggen dabei.
Piratenflagge. Ne, gibt's nichts wirklich. Das Leuchtemblem hier. Hier käme dann Hobby-Fan rein. So, das passt. Hier geht noch nichts. Hier geht auch noch nichts. So sähe er dann aktuell zumindest aus. Hinten das beleuchtete Emblem, glaube ich, drin. Genau, das sieht doch nice aus. Da wir das Carbon Accessoire DLC haben, haben wir natürlich hier noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Unter anderem portables Navi. Hier ab Level 12 ist was verfügbar. Ein Knauf könnten wir anbringen. Piratenkopf. So ein Duftmännchen von hier Dingens. Ich komme nicht drauf, wie sie jetzt heißen. Michelin, genau, so, zack. So ein Michelin-Männchen. Das wäre so gesehen der Waven Michelin-Wagen. So sähe er jetzt aus. So stelle ich ihn mir vor. Und so werde ich, denke mal, nächste Folge vielleicht. Also wenn ihr den haben wollt, Leute, sehen wollt, und ich denke mal, der kostet jetzt nur 156.000, das ist eigentlich vollkommen okay, dann werden wir uns den auf jeden Fall so bauen und dass wir ihn dann vielleicht nächste Folge dann schon fahren können, ne? Ich habe ein Foto geschossen, das werde ich vergessen, wie er aussieht. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, bleibt wie ihr seid, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut!